Herzlich willkommen zu einem kleinen Video für FileMaker Next. Mein Name ist Christian Schmitz und ich möchte euch heute ein paar Sachen zum MBS-Plugin zeigen. Wir haben im Plugin über 6000 Funktionen und da findet bestimmt jeder mal was, was er brauchen kann. Ob es nun Funktionen rund um PDF-Dokumente, Barcodes, SQL-Funktionen oder Bildverarbeitung ist. Aber heute möchte ich euch ein paar Funktionen zeigen, die ganz nett sind, aber die es vielleicht nie groß auf eine Folie bei einer Präsentation schaffen. Wir haben nämlich ein paar spezielle Funktionen für MacOS und FileMaker, die das Leben leichter machen. Starten wir mal FileMaker. So, ich lege mal eine neue Datenbank an. Und jetzt öffne ich einfach mal den Data Viewer. Und hier fällt euch bestimmt direkt auf, sobald ich auf eine Klammer gehe, wird die andere Klammer, die dazugehört, blau hervorgehoben. Das funktioniert auch hervorragend mit anderen Sachen. Zum Beispiel das Setzen von Variablen mit Setze var. So, einmal kurz Leertaste, dann aktualisiert er. Ich sehe also hier diese Klammer, die passt irgendwie nicht richtig. Hier werden schon in Rot Klammern gezeigt, die nicht stimmen. Also korrigieren wir das mal hier. Die Klammer ist falsch. Das ist ja alles optional. So. Und jetzt seht ihr, die eckige Klammer passt zu der, die runde passt zu der. Das hilft euch sehr, wenn ihr mal viele Klammern habt und die passende Klammer sucht. Und wenn ihr mal SQL-Befehle habt, tippen wir mal hier was ein. Select Sternchen from Test. Und in dem SQL auch, sagen wir mal, eine Klammer benutzt. Na, irgendeine Bedingung. Und hier die Klammer passt zu der Klammer, weil wir suchen halt die Klammern im Text. Wenn wir aber Klammern außerhalb vom Text uns anschauen, dann überspringen wir natürlich alles, was in Anführungszeichen steht und suchen die passende Klammer. Das heißt, wenn ich hier noch eine reinschreibe, stört das nicht, weil die wird ja ignoriert, die gehört ja hier rein. Machen wir mal Klammer zu. Also innerhalb von dem Text, außerhalb vom Text werden alle Klammern zueinander gematcht. Das klappt auch mit geschweiften Klammern. Wunderschön. So, das wären dann die Klammern, die ihr in allen Berechnungsdialogen verwenden könnt und natürlich auch direkt im Script Workspace. Machen wir mal ein neues Script. Test. Dann hole ich mal hier aus den Favoriten ein Wenn und schreibe mal hier eben eine Klammer und dann wird auch direkt hier gematcht. Und man kann das benutzen. So, wenn man das einstellen möchte, gibt es bei Plugin-Einstellungen auch das Häkchen dazu, wo man dann festlegen kann, was für eine Klammer genommen wird. Wo man einstellen kann, ob die Klammern eben highlighted werden oder nicht. Und das Ganze hängt an unserer Funktion, die die Textposition anzeigt. So, jetzt haben wir ja hier ein Fensterchen, um Variablen anzuzeigen. Gehen wir mal in dem Skript hin und fügen mal ein paar Variablen hinzu. Zum Beispiel hier mal ein Testvariable und eine globale Variable. Und dann haben wir vielleicht in unserer Datenbank noch ein paar globale Felder. Mal gerade gucken, was gibt es denn hier? Hier gibt es nicht so viel.
Test, Text erstellen. Wir machen es global. Da, globale Speicherung. Okay, okay. So, jetzt machen wir hier nochmal, sagen wir mal, ein Duplikat, setzen ein Breakpoint, speichern, lassen mal laufen. So, Step, Step. Ah, die globale wird noch nicht angezeigt. Moment, die müssen wir natürlich erstmal setzen. Also einmal Feldwert setzen. Auch 1, 2, 3. Okay. Nochmal laufen lassen. Alles ein bisschen beengt auf dem Bildschirm, aber jetzt seht ihr, hier sind die globalen Variablen. Hier, nein, Mist, das ist ja noch gar keine globale. Da müssen wir noch ein Dollarzeichen mehr machen. Also 2 Dollarzeichen. Dann ist die Variable eine globale und ist auch nach dem Ende vom Skript noch gespeichert. So, jetzt haben wir endlich ein Dataviewer mit einer lokalen Variable, einer globalen und einem Textfeld hier. So, jetzt kann ich schauen, dass der Fokus auf dem Fensterchen liegt. Ich klicke mal in die Titelleiste. Ne, jetzt kommt das Fenster nach vorne. Da ist hier alles bunt. Ne, und jetzt kann ich auch da draufklicken. Jetzt sehe ich auch, da ist ein Fokus gesetzt auf dieser Liste. Und jetzt kann ich in dieser Liste über Befehl, Option und F die Felder ausblenden, beziehungsweise über Befehl, Option G die globalen Variablen. Wer genau hinguckt, der sieht, das Plugin blendet die nicht aus, sondern wir setzen die Höhe der Zeile einfach so klein, dass man sie quasi nicht mehr sieht. Wer also mal Interesse hat, hier was auszublenden, kann das dann machen. Befehl, Option F, aber natürlich nur, während der Fokus da drauf ist. Sonst bekommt das Plugin das nicht mit. Und wenn wir schon mal hier sind, dann können wir natürlich auch wie in sämtlichen Listen suchen. Hier gibt es mit Befehl F ein Suchfeld. Und da kann ich jetzt mal was suchen. Sagen wir mal Tests. Drücke mal Enter, springe zum ersten, nochmal Enter zum zweiten. Und so kann ich also in dieser Liste wunderbar suchen. Ich kann auch Befehl G nehmen. Mit Befehl G hüpfe ich immer zum nächsten. Und kann dann also die Liste der Variablen, die ich hier definiert habe, wunderbar durchsuchen. Funktioniert auch in vielen anderen Listen. So, das war mal hier Dataviewer. Das brechen wir mal ab. Wenn euch hier oben zu viele Sachen sind, das könnt ihr natürlich alles ausschalten, beziehungsweise eigentlich sollte ja der Bildschirm breiter sein. Gehen wir mal zum Script Workspace. So, wir sind jetzt hier im Script und da ist natürlich auch immer wieder die Suche vom Plugin gesucht. Mit Befehl F kann ich im Script Workspace direkt oben in das Feld gehen und etwas eintippen und dann werden die Zeilen natürlich direkt gelb gefärbt. Das Ganze hängt ja an unserem Syntax-Coloring. Das heißt, wenn man hier oben einen Text eingibt, dann sagt das Plugin der Liste, mal dich mal neu, und bei der Liste schauen wir uns ja jede Zeile beim Malen an und färben die gelb, wenn der Suchtext enthalten ist. Das geht übrigens auch mit mehreren Wörtern hier oben. Ich kann also auch Anlage hier noch dazu schreiben. Also ich finde jetzt Test und Anlage, obwohl ich das jetzt andersrum geschrieben habe, als die Felddefinition da ist. Wenn ich in das andere Suchfeld von FileMaker möchte, da haben wir auch im Plugin was. Wir können nämlich Befehl, Shift und F klicken und dann können wir hier suchen, in der linken Liste. Und mit Befehl F sind wir natürlich wieder direkt oben und können direkt einen neuen Suchbegriff eintippen. So, die Suche im Skript ist ganz nützlich. Und jetzt gehen wir mal zu den Layouts. Layouts.
Layouts verwalten. So, diesem Fensterchen. Erstens, ich kann auch hier Befehl F drücken und kriege die MBS-Suche. Na, die ist ein bisschen anders, als wenn ich oben die FileMaker-Suche benutze, weil FileMaker hat für dieses Fenster eben auch eine Suche angeboten. Na. So, das MBS-Plugin kann die IDs anzeigen vom Layout, was auch manchmal ganz praktisch ist, wenn man halt Gear zu Layout machen möchte und möchte die ID angeben, statt den Namen von dem Layout. Und noch etwas ist hier in der Liste, sagen wir mal, ich tue das mal hier, also das ist ja schon zum Sortieren, also ich wähle mal zwei an und jetzt Kontextmenü. Da haben wir einen Befehl Sort Selection und dann kann das Plugin alphabetisch die Liste der Anlagen sortieren. Jetzt gehen wir mal hin. Ja, wenn ich die jetzt alle sortiere, dann ist das ja mit diesen Platzhaltern, also immer zwei kann man sortieren. Man kann natürlich auch mehrere sortieren, aber dann ist hier die ganze Liste mit diesen Trennern durcheinander. Und wem das nicht reicht, der kann natürlich auch dasselbe in der Felddefinition machen. Datenbanken, Felder, also hier die Feldliste, die kann ich natürlich in FileMaker mal temporär auf sortiert machen. Ich kann sie aber auch dauerhaft per Plugin sortieren. Einfach ein paar Felder auswählen und dann auch wieder Sort Selection. Und jetzt geht das gar nicht. Warum geht das jetzt nicht? Oder ist das schon? Ist das schon sortiert? Also nochmal. Gesamt ist unten. Sort Selection. Ah, doch, geht. Ne, Gesamt ist jetzt hier oben. Ja, die waren vielleicht schon alphabetisch. So, auch das Plugin kann auch hier wieder IDs anzeigen. Wen das interessiert, die IDs. Was auch immer wieder schön ist, das Plugin kann sich die Spaltenbreite merken. Also machen wir mal hier den Typ ein bisschen breiter. Den Feldnamen mache ich mal ganz kurz, damit man es gleich sieht. So, also das ist jetzt eine quasi suboptimale Spaltendefinition, aber machen wir es mal. Und dann gehen wir jetzt nochmal auf Verwalten Datenbanken und das Plugin merkt sich halt die Breiten hier, damit man das nicht jedes Mal wieder neu rutschen muss. Und die IDs kann man halt immer optional dazu einblenden. Genau, und in dieser Liste auch wieder suchen, wenn man möchte, ne, ein Feld namens Vorname hat vielleicht noch ein Präfix und dann möchte man das halt suchen. Oder ich suche alle Statistikfelder, auch immer wieder nützlich. Suche in Beziehungen, auch immer wieder beliebt. Hier gibt es die Liste, was es an Optionen gibt. Man kann hier was tippen, sagen wir mal ein W. Da wird die Auswahl direkt eingeschränkt auf die, die noch passen. Und wenn man dann eins auswählt, dann also muss man Return ja drücken und dann springt der auch dahin. So, einmal abbrechen. Wenn man nochmal in die Plugin-Voreinstellung schaut, sieht man, es gibt hier eine Möglichkeit, die Schrift auszuwählen, die man haben möchte, und eine Schriftgröße. Wir können also jetzt mal hier sagen 14 und für Formeln habe ich sogar Größe 20 gesetzt, damit das hier in dem Video schön zu sehen ist. JetBrains Mono ist eine schöne Schrift für Entwickler und die können wir jetzt mal benutzen. Wenn man die Schrift eigens ändert, dann fällt einem auf, dass FileMaker das vielleicht noch nicht richtig macht direkt. Hier sehen wir, das ist noch falsch. Um das zu beheben, müssen wir einfach FileMaker beenden und neu starten. Gehen wir nochmal in den Script Workspace. Jetzt passen die Abstände. Na, weil die Abstände wurden eben noch mit der alten Schrift gemessen und dann haben wir die Schrift geändert und dann kommt die neue Schrift und dann passen die Abstände nicht mehr. Deswegen einmal FileMaker kurz beenden. Und dann kann man sich eine Schrift aussuchen, die einem besser gefällt. Und wenn einem das immer noch zu klein ist mit der Schrift, gibt es auch noch immer noch unseren Zoom. Der ist auch ganz nett für Präsentationen, dass auch die letzte Reihe was lesen kann. Allerdings zeichnet FileMaker vorne die Liste nicht ganz korrekt, aber wenn ich hier hinklicke an die richtige Stelle, schalte ich den Breakpoint trotzdem an und aus.
So, machen wir hier nochmal 100%. Und jetzt wollte ich euch noch was zeigen im Berechnen-Dialog. Wenn ich hier nämlich Text eintippe, Moment, für ein Tab, Alt-Tab, genau. So, ich kann nämlich mit dem Plugin sagen, ich hätte gern die unsichtbaren Zeichen gezeigt. Das ist Befehl I wie Invisible. Und dann kann ich halt hier sehen, was an unsichtbaren Zeichen da ist. Was hilft mir vielleicht manchmal etwas zu finden oder zu sehen, wo vielleicht noch ein unsichtbares Zeichen ist, was ich nicht vermutet hätte. Leerzeichen werden durch so einen Punkt in der Mitte gezeigt. Ja, das wäre es jetzt erstmal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielleicht sehen wir uns ja nochmal in Meilen vor Ort. Und probieren Sie mal die Funktion aus. Und wenn es noch Fragen gibt, bitte einfach per E-Mail melden, dass wir dann Ihre Frage auch beantworten können. Und wenn es noch Wünsche gibt für neue Plugins in der Zukunft, bitte auch melden. Wir sind immer offen für neue Ideen und bauen ja recht viele Funktionen übers Jahr so ein. Tschüss.